Hey ho Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen Gwent und zwar das Monster Control Deck. Das ist das zurzeit stärkste Deck von mir. Und wir gucken einfach mal, was wir die nächsten Matches so reißen. Also bisher haben wir noch kein einziges Mal verloren. Für den Raum von Skellige. Könnte aber jetzt auch mal kommen. Jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Aber desto mehr Matches wir gewinnen, desto besser ist es natürlich, weil wir dann vorankommen, mehr Karten bekommen können, weil wir mehr Erz gewinnen. Und dann können wir bessere Decks basteln, ne? Ah, das kommt euch natürlich auch zugute. Also drückt mir die Daumen. Erstmal bewegen wir so einen Nebling da weg. Brauchen wir nicht. Also in letzter Zeit bin ich echt verflucht. Wir gewinnen zwar, aber alles relativ knapp, da wir einfach die Anfangskarten, unsere Inbar-Karten gar nicht ziehen. Und das nervt. Verbrennen kann ich in letzter Zeit nicht so wirklich an den Mann bringen. Ich habe es trotzdem immer ganz gerne auf die Hand am Anfang jedenfalls. Tauschen wir das noch aus und Verbrennung doch auch. Jawohl, wir haben wenigstens eine goldene Karte, nämlich Karantier. Ja, das ist schon mal sehr praktisch für den Anfang. Es geht nichts über einen Raubzug im Frühling. So, wir machen erstmal unseren lustigen Standardstart. Mit den Reitern der wilden Jagd. Die möchte ich mir eigentlich ungern für die zweite Runde aufheben. Okay. Die bewegen wir jetzt einfach mal. Killen wir die olle Kuh. Dann kommt nämlich ein Trot mit 9 Angriffspunkten. Der ist schon ziemlich mächtig. Wäre nicht so toll, wenn der in der nächsten Runde auftauchen würde. Den will ich dann schon für diese. 100.000 heulende Höllenhunde. Okay. Der Typ macht auf jeden Fall Sachen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten reißen sollen. Am besten würde ich sagen, machen wir das mit Karantier. Der hätte jetzt den größten Effekt. Wir schwächen die ganzen Mans von ihm und generieren noch eigene von uns. Das ist schlecht. Das ist wahrlich schlecht. Das ist echt doof. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Wir könnten noch unseren Schwalbentrank an den Mann bringen. Könnten, müssen aber nicht. Ich würde sagen, wir beenden hier den Zug. Und warten mal ab, was der Man macht. Dann hat er schon relativ früh den Wettereffekt ausgespielt. Kommt uns in der zweiten Runde natürlich zugute, da wir dann den Nebel ausspielen können. Okay. Die erste Runde geht an ihn. Ist aber nicht schlimm. Wir entscheiden einfach die zweite dann für uns. Und killen ihn dann in der dritten Runde. Okay, wir haben richtig Pech. Und zwar bleibt einer unserer Reiter. Oh, wir ziehen in der zweiten Runde ständig diesen behinderten Nebling. Muss mir echt was einfallen lassen. Das kann so nicht mehr weitergehen. Stell dich lieber nicht meine Axt in den Das kann so nicht mehr weitergehen. Leider haben wir keinen Frost gezogen. Das ist sehr, sehr bitter. Aber wir werden auch ohne erstmal auskommen. Wir hauen erstmal unsere Neblinge raus. Okay. Der Nebling, der immer wieder kehrte. Hast du es bald, Mann? Okay. Buffen wir doch mal die ganze Geschichte. Er kann mit den dreien hier ziemliche Sachen machen. Einmal kann er einen aus dem Friedhof zurückholen. Der wird dann unheimlich stark. Und die hier kann er nochmal separat buffen.
Wir haben halt wirklich Pech, was den Zug betrifft. Wir haben aber zum Glück noch Geralt, damit könnten wir eventuell noch was reißen. Aber ansonsten sieht das wirklich sehr, sehr schlecht für uns aus. Verbeugt euch vor Modron Freer. Okay, jetzt beschwört er den hier natürlich. Der ist unglaublich mächtig, dadurch, dass er jetzt nochmal 4 dazu bekommt. Okay, wir haben Möglichkeiten, Leute. Wir haben Möglichkeiten. Und zwar werde ich das hier tun. Und dann kann ich wenigstens in der nächsten Runde den Soldaten der wilden Jagd buffen. Wenigstens das hier. Geht es wirklich um jeden einzelnen Punkt, den wir noch ergattern können. Okay, der hat uns. Der hat uns eindeutig. So ein Drecksack. Da natzt er uns. Da natzt er uns. Es gibt keine. Aber zum Glück ist der Nebling geblieben. Mit dem hätten wir noch eine ganz, ganz kleine Chance. Kommt jetzt drauf an, was er hat. Ja, dadurch, dass wir jetzt nichts haben, was das auflöst, haben wir leider, leider, leider verloren. Irgendwelche letzten. Haben wir den Mann noch raus? Gucken wir mal, wie nah wir da noch rankommen. Also, der hat echt alles. Also, ich muss sagen, der. Krass. Der wehrt sich echt krass. Irgendwelche letzten Worte. Der wehrt sich echt krass. Okay. Da haben wir leider, leider nichts, was das auflöst. Dann buffen den noch hoch. Und da kamen wir ganz knapp ran. haben noch 12 Punkte gefehlt. Aber okay, auch wir können bluten. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Also Kriegsbeute, also wenn er uns ein gutes Spiel wünscht, dann bekommen wir auch ein bisschen was. Kleinigkeit haben wir bekommen, das ist doch schön. Spielen wir direkt mal weiter. Milfa. Milfa. Die Milf. Können wir da wenigstens ein paar Kleinigkeiten reißen. Was war das denn? Können wir direkt nochmal rein. Ja, Leute, das war halt jetzt nicht so erfolgreich, aber der Gegner hat wirklich Sachen gemacht und wirklich verdient gewonnen. Ihr habt gesehen, er hat sehr viel kontrolliert. Er hat wirklich sehr viel kontrolliert, auch damit kann man gewinnen. Okay, Monster gegen Monster. Jetzt werden die Boards voll gemacht. Nebling weg. Du auch. Und einer von denen natürlich auch. So, hier könnte Verbrennen sehr, sehr nützlich sein gegen Monster. War schon länger nicht mehr gespielt. Da ist das Wasservibe. So lala. So lala. Okay. Die Kuh können wir wegballern. Dafür kommt halt eben der Chort. Ist mir jetzt aber relativ egal, dann kommt er wenigstens nicht in der zweiten Runde. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wir haben extrem Pech. Und zwar können wir keine von unseren Kreaturen buffen. So wirklich. Können wir leider nicht buffen. Wir hauen trotzdem den hier raus. Nicht, dass wir in der zweiten Runde den unten den Nebling ziehen. Wir haben ja so viel Pech, dass wir ständig diesen scheiß Nebling ziehen. Ich hoffe diesmal nicht. Wir haben wahrscheinlich auch dann wenigstens eine Chance. Okay, hier können wir das Wasservibe einsetzen. Das wäre auch da gar nicht so schlecht. Zack, zack, Wasservibe. Hat die wenigstens da einen Nutzen und wir haben einen Punkt mehr als er. Oh, ein Nebling. Einen Nebling. Ah, den killen wir doch einfach mal. So, zack. Er ist schon mal vom Feld geholt. Und da ist noch einer. Okay. Soll er machen, soll er machen.
Ich überlege, ob wir ihn gewähren lassen. Sollen wir ihn gewähren lassen? Wir verstärken einfach eine unserer Kreaturen. Und lassen ihn da so ein bisschen Sachen machen. Oder wir gönnen ihm einfach diese Runde und gucken, was wir in der nächsten reißen. Ah, es wäre besser. Das wäre ein Tick besser. Weil jetzt reißen wir da eigentlich nicht mehr viel. Könnte ich mir denken. Jo. Wir gönnen ihm die erste Runde. Und dadurch haben wir wenigstens eine Karte mehr als er. Oh, er hat richtig Glück. Wir haben dafür Pech. Also einer von seinen blöden Neblingen bleibt. Wir kriegen aber auch ein paar Neblinge voll. Neblinge, die spielen wir dann auch direkt aus. Dann werden die wenigstens auch gebufft. Okay. Aber wenn er den hier spielt, hat er eigentlich nicht wirklich vor, jetzt Nebel zu spielen. Also hat er keinen Nebel. So rein von der Logik. Aber er plädiert darauf, dass ich Nebel spiele, aber ich habe keinen Nebel. Deswegen werde ich die auch erst spielen, wenn ich Nebel habe. Aber leider habe ich auch sonst nicht wirklich was Gescheites. Leider, leider, leider. Leider haben wir auch so nichts Gescheites. Ja, dann müssen wir den Nebling spielen. Und einfach mal abwarten. Vielleicht spielt er Nebel. Der Mutige. Was ich mir jetzt nicht so vorstellen kann. Okay. Wird das eher so ein Zuchtdeck oder was? Wahrscheinlich. Oh Mann, Qual der Wahl, Leute, Qual der Wahl. Dann spielen wir halt mal Regen. Gucken mal, was er als nächstes macht. Spielt den dritten Neckar, den hat er auf der Hand. Hätten wir jetzt noch Frost. Hätte, hätte Fahrradkette. Verdammt. Ich habe Angst, dass er auch verbrennen hat und einen unserer Neblinge, also beide Neblinge verbrennen würde. Obwohl, nein, könnte er gar nicht. Denn der Wrankrieger würde als erstes dran glauben. Also spielen wir unsere Neblinge. Das wird ihn auf jeden Fall daran hindern, selber Nebel zu spielen. Leider. Okay, das ist gut für ihn. Das ist leider gut für ihn. Dann spielen wir halt noch so einen Nebling. Und gucken, was der Typ noch so auf Lager hat. Also, was ich sehr, sehr hoffe, wirklich sehr, sehr hoffe, dass er die ganze Vorderreihe verstärkt. Dass er die ganze Vorderreihe verstärkt und wie die dann auslöschen können. Das wäre nice. Das wäre wirklich nice. Okay. Wir machen jetzt solche Sachen. Schaut mal. Wir killen den Wrankrieger. Damit haben wir die Möglichkeit, Verbrennen einzusetzen. Und die hier wenigstens zu verbrennen. Das ist richtig scheiße. Wir müssen es jetzt sogar einsetzen. Wir müssen, wenn wir die hier, einen von denen hier verstärken, verbrennen wir unsere eigene Kreatur.
Okay. Wir müssen leider Verbrennen einsetzen. Ich hätte natürlich über gewartet, falls er die jetzt noch gebufft hätte. Dann hätte ich die komplette Reihe vernichten können. Aber warten wir mal ab, was er macht. Also ich gehe davon aus, dass er die alle verstärken möchte. Das andere wäre auch Schwachsinn. Spielen wir halt den Eisriesen. Ist ja jetzt eigentlich egal, was wir ausspielen. Und wenn wir jetzt ganz doll Glück haben, hat er den nicht. Hat er nicht. Das heißt, wir spielen den Man. Und, Leute, Achtung. Verstärken den Man auch noch. Oder den. Verstärke lieber den hier. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. So, damit haben wir jetzt mehr Punkte als er. Und können die Runde für uns entscheiden. Ich habe den hier gebufft, weil er das Schwächste von der vorderen Reihe ist. Und wenn wir jetzt Glück haben, bleibt er, tada, auf dem Feld. Weil die anderen waren ja stark genug. Ich liebe es, wenn Pläne funktionieren, Leute. Jawohl. Okay. Wir spielen den Man der Zerstörung. Frost sind unsere Kreaturen hier ziemlich unempfindlich. Und dann ballern wir noch die anderen Hunde raus. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, cool. Ist schon mal sehr stark. Aber bringt ja nichts. Ich kann nichts tun, also wird automatisch gepasst. Und er spielt dieselbe Kreatur, aber das dürfte nicht reichen. Dementsprechend haben wir mehr. Okay, Leute, wir konnten das zweite Match für uns entscheiden. War eine knappe Geschichte. Aber Taktik und Cleverness hat dann doch zum Sieg geführt. Yay, schicken wir ein gutes Spiel. Und jetzt dürfen wir wieder so ein alles Fragezeichen erreichen. Jawohl, dann sind wir kurz vor Stufe 9. Das geht ziemlich zügig. 15 Crabs, wir können dann auch bald Sachen erstellen. Okay, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, das Match allgemein gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, ein Abo, ich würde mich mega freuen. Also ich versuche es immer noch zu verlinken, vielleicht habe ich das auch verlinkt. Einfach mal auf den Button klicken, ansonsten guckt euch mal die anderen Videos an, die anderen Folgen zu diesem Deck und vor allem den Guide. Und für jeden, der es noch nicht komplett gesehen hat oder nicht weiß, wie Gwent an sich funktioniert, habe ich auch ein Tutorial erstellt, dafür einfach mal ich habe es eventuell verlinkt oder bei mir in den Videos nachsehen. Da ist es drin. Kurz und knackig. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Auf Wiedersehen.